Hallo zusammen, willkommen bei Edda the Ice Lady. Heute mal aus meiner Küche. Hi all, welcome to Edda the Ice Lady. Today we're sitting in my kitchen. We are doing a new product line. Wir werden eine ganz neue Produktserie heute. Das ist ein Novum für mich und ein Produkt, das erst noch in der Entwicklung ist und auf den Markt kommt. Und zwar geht es um Hot Tea, also scharfen Tee. Und da habe ich von meinen Freunden von The Chili Shop EU. Habe ich aus Belgien, ich werde sie auch verlinken unter meinem Video, habe ich aus Belgien Produktproben zugeschickt bekommen. Und zwar sind das zwei unterschiedlich scharfe Tees. Das ist einmal Hot Desire, Hell's Desire. Ich hoffe, das hält so. Und, nein, die wollen umfallen. Und einen scharfen Kakao. Und ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, weil sowas hatte ich noch gar nicht. So, I got from my friends from Belgium, from the Chili Shop EU. A completely new product line which they are currently developing and will have it soon in their shop. It's hot tea and hot cacao, and it's three different samples. The first one is Hot Desire, Hell's Desire, and the other one is Spicy Chocolate Milk. And I'm really curious, so we're sitting in the kitchen because I needed to prepare them, of course. And I'm going to give them a taste. Also, wir sitzen in der Küche, weil ich natürlich hier die Tassen und den Wasserkocher und alles so dabei habe. Und die mussten auch ein bisschen ziehen und dann war das am einfachsten. Wir schnüffeln mal. Also dieser Tee riecht sehr gut. Ich kann euch sagen, ich denke, es ist ein Rooibos-Tee, auch von der Farbe und von den Komponenten, die drin sind. Aber es sind auf jeden Fall in dem ganzen Tee, sind auf jeden Fall ganz schöne Stückchen. Es ist, glaube ich, Zimtrinde drin. Ich nehme mal ein bisschen auf die Hand, damit ihr das sehen könnt. Also das ist jetzt nicht irgendwie wie so ein Beuteltee, sondern das sind wirklich Teeblätter. Ich glaube, es ist Kakao drin. Zimtrinde vielleicht, also auf jeden Fall ist das sehr, sehr aromatisch und es riecht fantastisch, schon wenn man den Beutel öffnet und da wahrscheinlich sind auch Chiliflocken drin. Entschuldigt, so, ich will nichts davon verschwenden. Er riecht sehr gut, also er riecht auf jeden Fall schokoladig, würzig, gar nicht wie Tee, sondern eher wie Kakao oder Kaffee. Es riecht wirklich fantastisch. Und ich werde jetzt mal probieren. Das ist noch ziemlich heiß. So, the first sample is the Hot Desire Tea. And as I showed just now, it has really, so it's not like bag tea or like so it's really nice pieces. One can see it's, I think, fruit and cinnamon bark and it smells really nice, almost chocolatey. Yeah, it has a nice flavor. I can't taste any heat yet. They wrote me a nice letter and recommended that one can prepare them and leave them as iced tea, and they seem to be even spicier then. So I don't get a spice impression on this one, but the taste is really, really nice. So it's a little bit fruity, a very well composed tea, and it has So maybe I need to stir it once more. Also, es schmeckt sehr gut. Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass da irgendwie Schärfe drin ist, sondern dass er nur warm ist.
Aber doch, durchaus. Also es hat ein kleines bisschen, ja, es ist schwierig, wenn das warm ist, die Schärfe zu beschreiben. Es schmeckt aber sehr gut. Also wie ein guter Rooibos-Tee auf jeden Fall. Es ist sehr aromatisch. Und ich als Nicht-Teetrinker kann das gar nicht so genau beschreiben, aber er riecht nach Zimt und er riecht nach Kakao und er schmeckt wirklich gut. Doch, das durchaus ein bisschen Schärfe ist da drin. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall so ein kleines Zungenkitzeln. Sehr scharf finde ich ihn jetzt auch nicht, aber das ist auch die mildere Variante von den beiden. Yeah, this smells and tastes great actually. So it has a little tingle on it. I wouldn't say it's really spicy, but I don't know. So I'm not a tea drinker actually, so I'm more a coffee girl, but it has a nice taste. So the flavor, I like the flavor. It tastes like a little bit a hint of cinnamon, and I think it's also a hint of Cacao in it, so it tastes really nice and it smells nice. Yeah, let's see what the second sample does. So they look actually similar. Also sie sehen tatsächlich ähnlich aus, die beiden Tees. Ich rühre ihn noch mal auf. Wahrscheinlich braucht die Schärfe auch einen Augenblick, um sich zu entwickeln in der Tasse. Ich habe die auch jetzt extra gar nicht abgegossen, damit das wirklich noch durchziehen kann. So, let's see the second one. Also das Geruchsprofil ist ähnlich wie bei dem anderen. Vielleicht ist nur die Schärfe unterschiedlich durch mehr Chilis oder so. Ich finde, das riecht wirklich in erster Linie wie ein Rooibos-Tee mit Zimt und mit Kakao. Finde ich sehr gut. Die haben mir einen sehr schönen Brief geschrieben von Chilishop EU. Und schreiben, dass man ihn zum Beispiel auch als Eistee dann sozusagen zubereiten kann und dass er dann eigentlich noch schärfer zu sein scheint. Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn mit dem sowieso warmen Tee geht das Schärfeempfinden etwas weg. Das wird ein bisschen verdeckt sozusagen. Das stimmt nicht, das ist doch deutlich unterschiedlich. Also sie riechen ähnlich, aber der Geschmack hier ist ganz verschieden. Dieser hier schmeckt deutlich süßer und ein bisschen aromatischer als der andere. Warum weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Yeah, that's very interesting. So I thought they smelled actually quite the same. So the smell profile was the same, but the taste is different. So this one is really a lot sweeter. I don't know why, because the look of the samples I looked at them, they looked actually almost identical. I couldn't say which is. It's a little bit spicier too. Also es ist tatsächlich ein bisschen pikanter als der andere. Und es schmeckt sehr gut. Also vielleicht, wenn man, ich kann mir durchaus vorstellen, sowas mal zu trinken. So schön mit einem Kaminfeuer dann im Winter und so. Sehr gut. Also geschmacklich würde ich den jetzt bevorzugen, einfach weil er mir persönlich besser geschmeckt hat. Die Schärfe ist vielleicht auch ein bisschen mehr, aber es ist nicht scharf. Es ist eigentlich eher so eine, weiß ich nicht, vielleicht eine 2 bis 3. Vielleicht, wenn man so eine ganze Tasse trinkt, addiert sich das. Kann ich nicht genau sagen. Es ist nicht bitter, es sind beides schöne Tees. Ich glaube, das ist auch qualitativ hochwertiger Tee auf jeden Fall. Schmeckt sehr gut. So, und dann würde ich jetzt zu dem heißen Kakao, also zu dem scharfen Kakao, muss ich sagen. So, ich rühre das nochmal auf, damit das wirklich dann eindeutig. So. Und er ist jetzt nicht mehr sehr heiß.
Ja, das schmeckt gut, das ist sehr schön schokoladig. Es ist kaum süß und es ist nahezu cremig. Das schmeckt total gut. Und davon würde ich, glaube ich, ganz viel trinken. This one is great. So it has a really nice chocolatey taste. It has a little tingle on it. And I don't think it's from the tea. It's a different tingle. And it tastes really nice. It's a little bit chocolatey. I could have used more, maybe. I don't know. It's almost creamy and it's soft and it's actually not sweet. I would definitely drink more of this one. And now after some sips of it, it develops a little bit heat. I don't think it's from the previous tea. It's a different warmth than the tea had. Of course, one can sweeten this up. Natürlich kann man das süßen, wenn man das süßer möchte. Ich finde es total gut, genauso wie es ist. Ich weiß gar nicht, ob Zucker drin ist oder nicht, ehrlich gesagt, weil ich keine Zutatenangaben habe. Wenn, dann ist es aber minimal und eigentlich reicht das auch aus. Sehr schön. Sehr feine Schokonote. Total gut. Ein bisschen Schärfe. Also das ist so Zeug, alles, was man echt so in der Übergangszeit oder an einem kalten Abend oder so trinken kann, sollte, um sich ein bisschen zu wärmen. Sehr interessante Produkte. Gefällt mir sehr gut. So, I'm not that much a tea drinker, but I would say my favorite from them is the spicier one, the Hell's Desire tea, just because the flavor was a little bit better. Maybe I didn't mix them properly, so it's not evenly distributed in these little bags and so on. It's a tad warmer than the other one. It's a great tea, the other one too, don't get me wrong. From all these three, I would prefer the hot chocolate mixture. And of course, one can sweeten them up. Also von den drei Tees würde ich den mittleren bevorzugen, einfach weil der fruchtiger war und ein bisschen süßer geschmeckt hat. Wobei der auch nicht schlecht ist, aber der war einfach ein bisschen, ja, ein bisschen schärfer, ein bisschen pikanter, ohne eigentlich scharf zu sein. Also das Interessante an heißen oder an scharfen Getränken ist ja, dass sie wirklich nur den Eindruck vermitteln, als wäre es wärmer, als es wirklich ist. Also es ist eine ganz samtige Wärme in allen dreien. Mein Favorit wäre hier diese heiße Schokolade. Davon würde ich, glaube ich, durchaus mehr trinken. Perfekt für einen Winterabend oder wenn es kalt ist oder so. Sehr, sehr gut. Okay, ja, mehr kann ich dazu jetzt im Moment gar nicht sagen. Überraschend, ein ganz neuer Eindruck für mich. Schmeckt mir gut. Thank you, Chili Shop EU, for sending me this beauties. Very interesting. I didn't taste ever any hot or tea or chocolate samples, so it was really nice. I hope you liked my review on them and I'm curious on the outcome and the release of this ones. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn die dann demnächst zu haben sind. Sehr, sehr gut. Wenn euch meine heutige holprige Review gefallen hat, dann klickt doch meinen Kanal und abonniert ihn. Lasst euch keine neuen Beiträge entgehen, einfach indem ihr oben auf die Glocke klickt und folgt mir gerne auch bei Facebook und auf Instagram. Ich freue mich immer über Kommentare von euch oder Interaktionen. Und ja, das ist das, was Spaß daran macht. If you liked my today's review, which wasn't that fluent because it's new products and I didn't know what to expect. So
Anyway, click my channel, subscribe please and click the bell to get notifications on them and follow me on my other channels too. Hope to see you soon und auf Wiedersehen.